Welcome back to the Wild Wild West und hier mit einer neuen Vorstellung der Mods, die heute im Mod Hub vorgestellt worden sind. Ich bin Mr. Bauer Gaming und danke fürs Dabeisein. Es geht auch gleich los mit der ersten Mod. Und zwar ist diese erste Mod die zusätzliche Feldinfo-Mod. Kommt von Yumi, Downloadgröße 17 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Wenn ich den HUD einschalte, können wir sehen, dass weitere Informationen über das Feld vorhanden sind. Hier, dieses Feld gehört zur Farm. Es wird angegeben, welche Fläche das Feld hat. Dann gibt es an, welche Fläche die Parzelle hat. Zusätzlich zeigt es hier jetzt an, welche Frucht auf dem Feld wächst. Der Zustand der Frucht, also in diesem Fall erntereif, welcher Bonus zu erwarten ist, also hier plus 38%. Es wird auch angezeigt, der Düngungszustand, hier in diesem Falle ist es 0%. Dann wird auch angezeigt, was die Problematiken sind dieses Feldes und welche Arbeitsschritte als nächstes vonnöten sind. Hier wird darauf hingewiesen, dass Unkraut wächst, also im wachsenden Zustand ist. Und es wird auch angezeigt, dass dieses Feld Kalk benötigt. Wenn wir jetzt zum Beispiel am Feldrand eines Feldes stehen, welches nicht zu unserem Hof gehört, wird hier angegeben natürlich auch die Feldfläche, die Landfläche, und es wird auch angezeigt, wie hoch der Preis pro Hektare zu erwarten ist, und auch der Düngungszustand wird angezeigt. Die nächste Mod, die von Viper TTS 96 kommt, Downloadgröße 15 KB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Diese Mod heißt Fadenkreuz-Mod. Und hier sollte es möglich sein, das Fadenkreuz entweder unsichtbar zu machen oder mit deiner eigenen Lieblingsfarbe zu bestücken. In der Mod-Beschreibung steht, die Einstellungen befinden sich in ihrem Mod-Settings-Ordner zusammen mit dem Save-Game-Ordner. Der Dateipfad wird in der Log-Text-Datei des Spiels ausgegeben, wenn die Mod zum ersten Mal verwendet wird. Ich habe mindestens 2 Stunden gesucht, bis ich herausgefunden habe, dass ich es nicht finden kann. Also ich habe nicht herausgefunden, wie ich diese Mod aktivieren kann oder dass diesen Kreis in der Mitte hier verschwinden kann. Ich habe es nicht herausgefunden. Bitte kommentiert mir doch, was ich falsch mache. Gebt mir doch einen Tipp, wie ich das entfernen könnte. Ich habe schon lange darauf gewartet, dass man diesen Kreis hier verschwinden lassen kann. Im 19er war das die sogenannte F11-Mod, wo man das Crosshair dann einfach ausschalten konnte. Etwas einfacher zu finden waren die Dünger Big Bags, und zwar das Pack von Simon 345, Downloadgröße 4,21 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Wie der Name des Mods schon sagt, handelt es sich dabei um Big Bags mit Dünger, und zwar mit Mineraldünger. Wir haben hier ganz verschiedene Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, also den Polyfosca, dann Saletrosan, Polist, Polydap und so weiter und so fort. Wir haben jeweils eine Füllmenge eines Big Bags von 500 Litern zum Preis von 1020 Euro, außer wir haben hier den Pulan, der ist 600 Liter und kostet 1120 Euro. Auch diese können im Bulk gekauft werden mit bis zu 8 Stücken. Alles wie im Base Game auch schon. Der JCB 3523D oder auch genannt Teletruck kommt von Rossen Mods. Downloadgröße 7,02 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Kommt in der Standardausführung mit 62 PS, 50 Liter Tankfüllmenge, 20 km/h Maximalgeschwindigkeit und einem Gewicht von 4,8 Tonnen. Kostenpunkt für diesen Spaß 48.000 Euro. Wir können den Teletruck ausstatten mit dem GPS oder dem Guidance Steering Modul. Bei den Farben können wir eine ziemlich große Farbpalette, ich glaube, das ist die Standardpalette, benutzen. Sowohl bei der Haupt- wie auch bei der Felgenfarbe. Natürlich kann auch hier das Kennzeichen hinzugefügt respektive personalisiert werden. Das Quernerland oder Accor DL Pack kommt von Dlajego. Downloadgröße 9,61 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um ein Pack von Seemaschinen und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht ganz herausgefunden, wo der Unterschied dann liegt. Also wenn ich mir den Pneumatik DL angucke,
Preis 7000 Euro, kommt mit 750 Liter Saatguttank, wiegt 520 Kilo, braucht 60 PS, Arbeitsbreite 3 Meter und arbeitet bei 12 km/h. Hier kann der Tank erweitert werden auf bis zu 1250 Liter. Wir haben die Möglichkeit, den Reifenhersteller hier zu ändern von BKT und Trelleborg. Reifenvariante haben wir zwei, Standard- und Breitreifen. Dann kann der Aufkleber hier hinzugefügt werden, und zwar einmal neu oder gebraucht. Wenn der gebrauchte Aufkleber verwendet wird, wird der Preis um 200 Euro reduziert. Dann gibt es die Möglichkeit hier drin, hier eine Abdeckung auf den Mechanismus zu packen. Dann kann noch ein Spurreißer hinzugefügt werden und wir können hier die Farbe auswählen, der Hauptfarbe. Da gibt es drei verschiedene Rot. Bei der Designfarbe haben wir die drei Rot und zwei Blau. Und bei der Felgenfarbe haben wir Quernerland und drei Rot. Wenn ich mir jetzt aber auch noch den 8000er angucke, dann haben wir hier auf der linken Seite dieselben Daten stehen. Auf der rechten Seite bei der Konfiguration haben wir dieselben Möglichkeit wie vorhin. Hier wird der Preis bei einem gebrauchten Aufkleber nicht um 200, sondern um 250 Euro reduziert. Auch hier kann die Abdeckung drauf gepackt werden. Spurreißer ist auch vorhanden. Wir haben bei der Farbpalette lediglich die Hauptfarbe und da können wir die drei Rot auswählen und bei der Felgenfarbe die Quernerland und die drei Rot. Also das ist hier diese Version. Sehe ich von dem Nutzen her in keinster Weise einen Unterschied zwischen dem Accord DL und dem Pneumatik DL. Also zwischen der 7000 Euro und der 8000 Euro Version habe ich keinen Unterschied gefunden. Wenn ich jetzt mir den Accord DL 9000 von Quernerland angucke, haben wir auf der linken Seite dieselben Daten. Dann die Kapazität hat dieselben Abstufungen. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Trelleborg. Reifenvariante auch Standard und Breit. Mechanismusabdeckung dasselbe wie vorher. Der Spurreißer auch. Und hier können wir lediglich die Felgenfarbe ändern zwischen Weiß, dem Quernerland 1 und Quernerland 2. Gehen wir noch auf die 10.000 Euro Variante. Das ist auch dasselbe auf der linken Seite. Kapazität verändert sich nicht. Dann haben wir auch hier BKT und Trelleborg. Reifenvariante auch Breit und Standard. Mechanismusabdeckung ja oder nein. Dann den Spurreißer hier auch mit ja oder nein. Und wir haben wieder dieselbe Felgenfarbe wie gerade vorhin. Daher verstehe ich nicht ganz, also ich sehe schon, dass zwei Stück von Quernerland kommen und zwei Stück von Accord, dass die Accord im Schnitt 2000 Euro günstiger sind, also der Pneumatik DL für 7000 oder den Accord DL für 9000 Euro sind für mich die baugleichen Geräte, mit dem einzigen Unterschied, dass die Quernerland Seemaschinen 3 km/h schneller arbeiten als die Accord Seemaschinen. Der Lizard MT kommt von Castor DS Agrarservice, Downloadgröße 13,83 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich hier dabei um einen Tankwagen für Milch und Wasser. Und zwar haben wir hier zwei verschiedene Typen zum Auswahl. Der MT2 kann direkt an einen Trecker angehängt werden, hat also kein Drehschemel. Der MT3 dagegen ja, der hat einen Drehschemel, kann also an jeden Pickup auch angehängt werden, kann auch von einem LKW mit einem Zugmaul gezogen werden. Der MT2 kommt standardmäßig mit einer Tankfüllmenge von 14.000 Litern. Gewicht 3,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht 23,8 Tonnen, kostet 24.500 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian, Trelleborg und Continental. Design kann gewählt werden, ob ein Dekal oder kein Dekal kommt. Und zwar haben wir auch hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte das in Deutsch haben, Deutsch, Milk und Französisch, Le. Dann haben wir hier die Ladekapazität, die verändert werden kann. Und zwar von klein zu mittel.
was dann 18.000 Liter gibt und Kapazität groß, was dann 24.000 Liter gibt. Ich kann optisch keinen Unterschied erkennen. Auch bei dem maximalen Zuladegewicht ändert sich nichts, so wenig wie das Gewicht an sich. Bei den Farben haben wir die Hauptfarbe. Wir haben hier eine größere, etwas größere Farbpalette. Designfarbe kann ausgewählt werden und natürlich auch die Felgenfarbe. Hier kann man ein schönes Disco-Mobil erstellen. Der MT3, also der mit dem Drehschemel, der kommt standardmäßig mit 15.000 Litern, wiegt 5,2 Tonnen, Zuladegewicht maximal 27,8 Tonnen und kann bestückt werden mit Reifen von Nokian, Trelleborg und Continental. Standardmäßiger Preis 28.000 Euro. Auch hier gibt es dieselben Möglichkeiten, was das Dekal betrifft. Ladekapazitäten hier 15.000 Liter Kapazität klein, mittlere Kapazität 20.000 Liter und die große Kapazität 28.000 Liter. Bei den Farbvarianten kommt dieselbe Farbpalette zum Einsatz wie beim MT2. Und diese beiden Anhänger transportieren Wasser und Milch. JHHG Modding oder JHHG Modding bringt den John Deere 1775 NT 2022. Diese Einzelsaatmaschine kann Saatgut wie auch Flüssigdünger gleichzeitig in den Boden einarbeiten. Kommt mit einer Füllmenge für den Flüssigdünger von 2271 Litern und für das Saatgut von 4581 Liter, gibt insgesamt 6852 Liter Füllmenge für Saatgut und Dünger. Gewicht 11,3 Tonnen, benötigt 340 PS, Arbeitsbreite 17,8 Meter und hat eine maximale Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h. In der Standardausführung kostet diese Einzelsaat-Sämaschine 368.838 Euro. Diese Saatmaschine kann konfiguriert werden, und zwar kann ein Empfänger für ein GPS-System hinzugefügt werden, und zwar das Starfire 6000 GPS. Und dann kann auch ein werkseitig montiertes Set für Flüssigdünger hinzugekauft werden. Das heißt, da kann dann das seitliche Tankset angeschlossen werden. Zusätzlicher Preis 5.960 Euro. Und auch hier kann natürlich das Nummernschild bearbeitet werden. Das bringt mich auch gleich zur nächsten Mod. Und zwar schauen wir uns mal diese schwarzen Tanks hier an. Die integrierte ExactRate 8 RX Traktor Tanks kommt von SID Modding. Downloadgröße 3,98 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Es handelt sich dabei um Zusatztanks, die an den 8 RX von John Deere angebaut werden können. Das sind diese Seitentanks. Dadurch wird der Sämaschine, die wir vorhin gesehen haben, die Kapazität an Flüssigdünger erhöht. Also hier können wir zusätzliche 3785 Liter Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel transportieren. Dies bringt mich auch gleich zur nächsten Mod, ebenfalls von SID Modding, die John Deere 8er Serie, und zwar die Serie 8R, 8RT und 8RX in der Version 2020. Downloadgröße 42,06 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieses Pack kommt mit diesen drei Treckern daher, einmal den 8R, dann den 8RT und dann auch noch den 8RX. Wir schauen uns erstmal die 8er Serie, und zwar die 8R an. Kommt in der Standardmotorisierung mit 315 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 727 Litern zuzüglich 37 Liter DEF, Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h und wiegt 14 Tonnen. Kostenpunkt in der Standardversion hier 285.000 Euro. Hier können die Reifenhersteller konfiguriert werden, und zwar von Continental zu Trelleborg, Mitas, BKT und Michelin.
Dann haben wir bei den Reifenvarianten eine Riesenmenge von verschiedenen Variationen, die hinzugebaut werden können. Ich gehe hier wie immer nicht alle durch, aber ich klicke einfach mal durch, damit ihr so ein bisschen seht, was es hier für Möglichkeiten gibt. Dann beim Design gibt es das Design EU, US und EU natürlich. Kotflügel können hier hinzugebaut werden, natürlich Jahr oder Jahr 2, das heißt Jahr für hinten, Jahr für den hinteren Kotflügel und Jahr 2 für beide Kotflügel. Dann kann hinten ein Triangel, also ein Dreieck hinzugefügt werden, das eine Gefahrenzone darstellt. Dann kann konfiguriert werden, ob vorne eine Dreipunktkupplung oder ein Frontgewicht angehängt werden soll, abgestuft von 500 Kilo, 300 Kilo, 800 Kilo, 1300 Kilo, 1800 Kilo und zurück zu der Dreipunktaufhängung. Motorenausführung haben wir jetzt hier die 280er Serie mit 315 PS, dann haben wir die 310er Serie mit 345 PS, die 340er Serie mit 375 PS und die 370er Serie mit 405 PS. Wir haben zusätzlich noch die 410er Serie und die kommt mit 445 PS. Die Guidance Steering Modifikation kann hier auch aktiviert werden. Natürlich 15.000 Euro. Bei der Hauptfarbe bin ich ein bisschen ins Zweifeln gekommen, weil ich habe keine Änderung feststellen können, es sei denn, wenn ich mir die Tönung der Scheibe angucke, dann könnte diese Hauptfarbe hier auf die Tönung der Scheibe zurückzuführen sein. Auch hier kann natürlich das Kennzeichen hinzugefügt respektive geändert werden. Kommen wir zu der 8RT-Serie, und zwar ist das diese hier. Kommt standardmäßig mit 357 PS, wird stufenlos geschaltet, hat 774 Liter Tankfüllmenge plus 31 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit bei 40 km/h und Gewicht bei 16,3 Tonnen. Preis in der Standardausführung 343.000 Euro. Hier kann vorne ein Frontgewicht hinzugefügt werden von 300, 800, 1300 und 1800 Kilo. Hinten, wie schon vorhin gesehen, das Warndreieck, was hinzugefügt werden kann. Dann kann hier ausgewählt werden beim Design zwischen EU und US. Bei der Motorausführung haben wir hier die 310er Serie, die mit 357 PS kommt. Dann haben wir die 40er Serie mit 388 PS, die 370er Serie mit 420 PS und die 410er Serie, die kommt mit 458 PS. Hier hat sich die Schaltung geändert auf Lastschaltung und dann sind wir wieder zurück bei der 310er Serie. Hier kann das Bandlaufwerk geändert werden von Standard zu Standard 2, 3, dann 2,60 Meter, 2,60 Meter 2, 2,60 Meter 3, 3 Meter und so weiter geht das hier, bis wir wieder auf Standard kommen. Der Guidance Steering Mod kann hier auch aktiviert werden. Auch hier die Farbkonfiguration hier betrifft mit großer Wahrscheinlichkeit die Tönung der Scheiben. Kommen wir nun zu der 8RX Serie, die daherkommt standardmäßig mit 357 PS, stufenloser Schaltung, 851 Liter Tankfüllmenge, 37 Liter TEF, 40 km/h in der Maximalgeschwindigkeit und 20 Tonnen Gewicht. 351.000 Euro kostet dieser Spaß. Hier haben wir die Konfigurationsmöglichkeit. Erstens mal werkseitig montiertes Set für Flüssigdünger. Das kann also hier quasi vorgestückt werden, damit die Mod, die wir vorhin gesehen haben, dann darauf montiert werden kann. Wir haben hier Exact Rate für Reihenkulturen und für Schwerlast. Was der Unterschied für hier jetzt im Game ausmacht, habe ich nicht herausfinden können. Da habe ich zu wenig Zeit gehabt. Dann können hier zusätzliche Scheinwerfer montiert werden, also zwei kleine Scheinwerfer oben rechts und links. Wie gehabt hinten das Dreieck. Motorenausführung hier, die 8RX 310.
10er-Serie, die kommt mit den 357 PS, wie erwähnt, eingangs. Dann die 340er-Serie kommt mit 388 PS, die 370er-Serie mit 420 PS und dann kommt, wie vorhin, die 410er-Serie mit 458 PS. Hier wird auch die Schaltung umgestellt auf Lastschaltung, wie beim vorherigen Traktor. Dasselbe gilt auch für GPS hier und der Fahrbegebung, wie auch dem Nummernschild. Das werde ich jetzt hier nicht wiederholen. Also hier können wir sehen nochmal diese schwarzen Tanks, die vorhin erwähnt worden sind, bezüglich dieser Mod, und zwar dem integrierten System. Wenn wir uns jetzt hier mal reinsetzen, können wir sehen, ich habe mal diese Zusatztanks gefüllt mit 3785 Litern Flüssigdünger. Wir sehen, dass wir die Sämaschine hinzugefügt haben. Ich werde mal hier umschalten. Und zwar möchte ich jetzt schauen, ob ich das Fahrzeug befüllen kann mit Saatgut. Und dann haben wir auch schon alles bereit, damit wir mal auf das Feld fahren können. Also wie ihr jetzt sehen könnt, wird hier jetzt definitiv sowohl Flüssigdünger wie auch Saatgut angewendet. Wenn wir jetzt in den Tacho reingucken, gerade über der Betriebsstunde, die 00,01 Stunde anzeigt, gerade darüber sehen wir eine Zahl, die schwankt zwischen 60% und 70%. Diese Zahl führt mich gleich zum nächsten Mod. Und zwar kommt dieser Mod von Stinger Top Gun, Downloadgröße 89 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Diese kleine Anzeige soll anzeigen, wie hoch die Motorenauslastung des Traktors ist. Also in diesem Falle hier sind wir gut dabei. Wir sind gerade bei einer Auslastung jetzt von ca. 70% zwischen 70% und 75%. Und dieser Wert wird ausgerechnet auf die letzten 60 Frames, also ein Durchschnittswert. Wunderbar, das funktioniert hier sehr schön. Also definitiv etwas für die großen Farms, nicht etwas für eine kleinere Farm wie die Kalmsten Farm. Ich möchte kurz noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Morgen Abend um 18 Uhr starte ich einen Livestream. Und zwar werden wir erstmal die Mods von morgen betrachten und danach werden wir ein Let's Play starten. Wir werden da die Farm aufsetzen und auch die ersten Aktionen durchführen. Und zwar der Start zur Let's Play Serie auf der Kalmsten Farm. Ich hoffe, dass vielleicht morgen noch das Update veröffentlicht wird, was Oxygen David am Bearbeiten ist, damit wir gleich auf einer gefixten Kalmsten Farm starten können. Das Stalkbuster Pack kommt von Ria Modding, Downloadgröße 23 KB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Stalkbuster ist eine in den Mähvorsatz des Feldhäckslers integrierte doppelzerstörende Technik. Sie wird hauptsächlich zur Bekämpfung des Maiszünslers eingesetzt, der zu den wirtschaftlich bedeutendsten Schädlingen an Mais gehört und weltweit ca. 4% der jährlichen Ernte vernichtet. Der Stalkbuster zerschlägt alle Maisstoppeln, bevor diese vom Feldhäcksler oder Transportwagen niedergedrückt werden. Die integrierte Mulcheinrichtung hat sowohl einen verhältnismäßig geringen Leistungsbedarf als auch ein relativ geringes Gewicht. Verfügbare Geräte, die schauen wir uns gleich an. Alle Geräte mit Stalkbuster sind 10% teurer und fahren ein wenig langsamer. Wir haben hier ein Paket von 7 verschiedenen Häckslern, welche mit diesem Stalkbuster ausgerüstet sind. Und zwar haben wir den Camper, den von John Deere, haben den 360er, den 600er von New Holland, den 57er von Orbis, also von Klaas,
Dann den, die Ex-Eco, die 375er von Camper, 375er von John Deere und den 750er von New Holland. Also die jeweiligen Vorsätze haben keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten im Shop. Unterschiede sind hier zu erkennen. Wir haben einmal 2,5 Tonnen und 6 Meter Arbeitsbreite. Dann haben wir den 750er mit 7,5 Meter Arbeitsbreite. Alle brauchen mindestens 600 PS Leistung. Die größeren brauchen 650 PS in der Leistung und arbeiten bei 9 km/h. Kostenpunkt liegt zwischen 88.000 und 110.000 Euro. Das waren die Mods von heute. Heute waren es wenige Mods, aber schöne Mods. Alle John Deere Freunde sind natürlich gerade am Freudentanz. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Bitte nicht vergessen, morgen 18 Uhr einzuschalten, um den Startschuss zur Calmston Farm Let's Play nicht zu verpassen, wo wir gemeinsam dieses Projekt starten, eventuell es dann ausweiten auf ein Multiplayer, sodass wir auch in unserer Freizeit, wenn wir dann welche haben, mal zusammen zocken können und die Farm in seine glorreiche Zukunft führen können. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Danke, tschüss und hasta luego.